Hast du zu Hause Ökostrom? Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch Ökostrom zu Hause, ja. Nein, warum nicht? Man hat doch im Kopf was anderes und das Geschäftliche und Arbeiten und hier und da. Und wenn du jetzt umziehen würdest, würdest du darauf achten und dir darüber Gedanken machen? Ich denke schon, ne. Immer mehr Menschen steigen auf Strom um, der aus erneuerbaren Energien erzeugt worden ist. Es gibt allerdings einen Haken. Selbst wenn du so einen Ökostromtarif hast, heißt das noch nicht, dass der Strom, der bei dir aus der Steckdose kommt, auch wirklich grün ist. Wirklich jetzt? Da bin ich auf jeden Fall jetzt richtig sprachlos, Mensch. Weil die Stromanbieter mit so Herkunftsnachweisen arbeiten. Norwegen zum Beispiel, da wird super viel Ökostrom produziert. Und die Stromerzeuger können dann für diesen Strom sehr billige Herkunftsnachweise anbieten. Und deutsche Anbieter kaufen sich dann die Nachweise und können ihren Strom, der aber konventioneller Strom ist, dann als Ökostrom verkaufen. Das ist ja voll scheiße. Ja. Ist es nicht auch irgendwie Betrug? Nee, ist nicht Betrug. Der Begriff Ökostrom ist nicht mal geschützt. Deutschland. Da ist jetzt natürlich die Frage, was glaubst du, wie viel teurer ist Ökostrom im Vergleich zu normalem Strom? Doppelt so teuer. Ein Viertel teurer? 10% teurer. Mhm. Ich war ganz überrascht, herauszufinden, dass er sogar billiger ist. Ist billiger? Ja. Billiger. Die Verbraucherzentrale NRW hat so Zahlen erhoben, dass ein Haushalt bis zu 190 Euro im Jahr sparen kann, wenn er auf Ökostrom wechselt. Ha. Wahrscheinlich weil dieses Vorurteil, das ich jetzt auch hatte, dass es mehr kostet. Das hängt damit zusammen, dass europaweit so viele Herkunftsnachweise angeboten werden, dass es die richtig billig gibt. So eine Kilowattstunde Ökostrom kostet deshalb nur einen Bruchteil von einem Cent. Ach du grüne Neune. Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Stromanbieter diese Herkunftsnachweise kaufen müssen, um sicherzustellen, dass bei uns 24/7 Strom ankommt. Wenn mal die Sonne nicht scheint, weil es dunkel ist oder es windstill ist, dann wird es halt schwer, das rein aus erneuerbaren Energien zu liefern. Was glaubst du, wie viel Prozent der deutschen Stromanbieter kaufen solche Herkunftsnachweise? Also den Miete, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Und nun, ich denke, das kommt gut, wenn man diesen Herkunftsnachweis hat. Also ich schätze, dass es eher die höhere Zahl ist. Da liegst du richtig. Es sind 62,5%. Naja, es ist nicht so wie mit allen Sachen eigentlich. Da, wo Bio draufsteht, ist kein Bio drin. Ich habe auch ein paar positive Zahlen zu Ökostrom. Jeder, der in Deutschland Strom verbraucht, unterstützt so oder so erneuerbare Energien. Und zwar über die EEG-Umlage, einen Aufschlag auf den Strompreis. Im Jahr 2000, vor 20 Jahren, war der Anteil von erneuerbaren Energien an unserem Strom bei rund 6%. Was glaubst du, wie hat sich das entwickelt? 30%. 60%. Nein, ja, du übertreibst. 40% habe ich so. Damit liegt ihr genau richtig. Echt, also, das sind wirklich 40%. Die Bundesregierung hat da sogar ihre eigenen Ziele übertroffen. Und in 5 Jahren wollen die bei 45% sein. Ja, dann sollen sie sich ranhalten. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Trend. Glaubt ihr jetzt nach allem, was ihr gerade gehört habt, dass ihr euch euren Stromtarif nochmal neu anguckt? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Recherchieren, ja, natürlich. Ja? Hast du mir auf jeden Fall jetzt für die nächste Wohnungs- und Stromsuche schon mal geholfen. Und meistens gibt es noch Wechselprämien. Wow. Ja. Abgesehen davon, wir tun was für die Umwelt. Genau. High five. Vielen Menschen ist klar, dass zu einem umweltbewussten Leben Ökostrom dazugehört. Trotzdem ist der Markt noch ziemlich unübersichtlich und bietet Schlupflöcher für Anbieter, die mit ihren Ökostromtarifen uns Verbraucher verwirren. Deswegen teile dieses Video, wenn du willst, dass die Sache mit dem Ökostrom endlich durchsichtiger und für alle verständlich wird. Ja, also ich bin noch voll auf Strom. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr Ökostrom zu Hause? Falls ja, warum? Und falls nein, warum nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr Bock auf noch ein Video von Deutschland 3000 habt, dann findet ihr das hier. Und hier gibt es noch ein Video aus dem Funknetzwerk. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt schnell Deutschland 3000 abonnieren. Oh, ist auch kalt.